Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Anders kann man das nicht machen. Es wurden viele Fehler gemacht, Sanse und Abdeck. Wir können den Gruppenführer Fegelein irgendwo finden. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco und ihren Alliierten... Spielen! Du Wichser! Spielen! Anwälte werden spielen! Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. So behaupten Sie, ein Angriff wäre sehr unwahrscheinlich. Nein. Mein Führer, wir rufen nach Berlin. Das war ein Befehl! Der Angriff steigt! Jetzt geht's los! Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verlieren. Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Starte! Was? Spiel du Hurensohn des Wachsmänner! Eine große Verantwortung liegt unseren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe von Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, Sanse und Abdeck. Sofort! Mann, mach das! Ich will abends die Tarne mit spielen! Soll der Alt uns darin hindern, selbstständig zu denken? Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Ich sag's nicht noch einmal! Los! Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum. Ein Mädchen kaut Schabakum, ein Mädchen kaut rum. When Blackie comes down to Hilo, poor old man. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehntel. Keiner! Ergibt sich! Unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Mann, mach Hölle! Ich will ab und die Tarne mitspielen! Kapitulieren niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen! Ich war nie von der Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln.